Es ist soweit. Heute ist der Tag, an dem die Entscheidung fällt. Die Finalisten des Wettbewerbs zum Thema Gesundes Leben müssen die Jury von ihrem Projekt überzeugen. Mit 10 Minuten Präsentation und 15 Minuten Fragerunde. Im rechten Kasten sehen Sie, wie sich das Wohlbefinden der Teilnehmer steigert. Und im linken sehen Sie, wie sich über den Zeitraum Symptome von Depressionen senken. Wir haben diese wissenschaftlichen Resultate genommen und sie in ein Online-Spiel verpackt. Hat es nochmal Vorbereitungs-Nachtschichten gegeben? Nachtschicht nicht gerade, aber eine Abendschicht, um nochmal Präsentationen ein bisschen schön machen und nochmal üben und einfach zum nochmal Energie reinsetzen. Schliff machen und schlaflose Nacht gehabt? Ja, richtig. Ja. Das ist schon etwa 3 geworden, ja. Für die Finalisten steht einiges auf dem Spiel. Im Preis enthalten ist nicht nur eine finanzielle Unterstützung in der Höhe von 34.000 Franken, sondern auch Beratung und ein Arbeitsplatz in den Räumen des Impact Hub Zürich. Jungunternehmer haben eigentlich immer ähnliche Probleme. Also sie suchen Finanzierer, sie brauchen Legal Advice, sie müssen wissen, wie macht man ein Budget, Sachen, die sie normalerweise nicht darauf ausgebildet sind. Und da finden sie Leute, die die Sachen schon gelöst haben, sie können sich gegenseitig unterstützen. Und wer soll diese Unterstützung erhalten? Eine schwierige Entscheidung für die 7-köpfige Jury, die sich aus ganz unterschiedlichen Personen und Kompetenzen zusammensetzt. Eine Vizedirektorin des Bundesamtes für Gesundheit ist ebenso vertreten wie die Geschäftsführerin einer Stiftung im Altersbereich, ein Leiter eines Thinktanks, ein erfolgreicher Jungunternehmer sowie Vertreter vom Impact Hub und dem Sponsor Novartis. Das Spannende daran ist, junge Unternehmer dort zu sehen, mit kreativen neuen Ideen, die eigentlich out of the box denken und ganz frisch mit guten Ideen an den Markt wollen. You book online. And then if the cook accepts your order, the payment will be carried out directly from the platform. And on the given date, you meet with the cook at the cook's home and you enjoy a healthy meal together. Wir haben uns einerseits darauf geachtet, Teamfähigkeit, im Sinne von das Know-how von dem Team, dann die Dynamik vom Team, aber auch die Erfolgswahrscheinlichkeit von dem Projekt, das vorgestellt worden ist, sprich die Nachhaltigkeit. 6 gute Projekte, eine schwierige Entscheidung. Doch nach langer Diskussion wurde sich die Jury einig. The winner is, ganz, ganz herzliche Gratulation, ich meine Alternity, Alzheimer-Krankheit. Danke schön. I feel great. It's the first time I win at an event like that. I mean, it's amazing. I still need some time to believe it. Der Impact Hub Fellowship-Gewinner ist gekürt. Ein virtuelles Rollenspiel im Kampf gegen Demenz. Doch mit dem Preis geht die Arbeit erst richtig los. Now I have to really think forward. I have to really start accelerating the developments. I think this is a great start. I really believe that this is going to accelerate things for us. And I'm just going to work 200 times more than what I used to work. Das ist die richtige Einstellung. Denn der Weg zum Erfolg ist hart, sagt Roman Gauss, selbst erfolgreicher Jungunternehmer. Es ist wirklich ein Hundsjob. Also ich glaube, wenn du viele Unternehmen fragst, sagst du, würdest du noch mal machen? Wenn du schon gewusst hast, was dich erwartet, sagen viele, da hätte ich wahrscheinlich lieber ein sicheres Arbeitsplatz irgendwo wieder bei der Bank. Nein, ganz ehrlich, ich glaube, es ist eine riesen Challenge. Und für die Leute, die jetzt da stehen und den Schritt wagen, wirklich Chapeau. Ich meine, ich finde es total coole Ideen und verfolgenswerte Projekte. Ich will es immer wieder machen, aber es ist wirklich schwer, schwerer Weg. Und ich glaube, die Ups und Downs, die du hast als Unternehmer, die sind nochmal Magnituden höher, als wenn du jetzt ein Arbeitnehmer bist. An 2 weitere Projekte, Home Therapy und Cook Eat, wurden Förderpreise verliehen. Aber alle Finalisten können auf die Unterstützung durch das Netzwerk des Impact Hub Zürich und der Fellowship-Partnerin Novartis zählen. Damit möglichst viele der guten Ideen irgendwann Realität werden.